Herzlich willkommen bei Marijke Sewing Patterns. In diesem Video zeige ich dir, wie du einfach ein Handysitzsack nähen kannst. Was brauchst du? Ein kleines Stück feste, nicht dehnbare Stoff. Ein A4-Papier. Und für die Füllung kannst du Buchweise oder Dinkelspelz oder etwas Reis verwenden. Und ein wenig Füllwatte. Für eine Handysitzsacke verwendest du ein A4 als Schnittmuster. Falte den Stoff entlang der Längsseite in der Mitte mit den rechten Seiten zusammen. Und markieren einen Punkt 9 cm von unten und oben die Mitte der Falte. Dann 1 cm von der Seite nach unten und seitlich nach oben bis zur markierten Stelle steppen. Öffne die Naht und glätte sie mit deinem Nagel. Lege die Naht oben auf den markierten Punkt und nähe das Oberteil zu. Schneide die Ecken ab und drehe die Tasche um. Markiere jetzt 2 cm und 4,5 cm auf der Unterseite. Fülle den Beutel am unteren Rand mit Füllwatte und nähe die beiden markierten Linien durch. Rolle ein A4-Blatt in einen Trichter und fülle den Beutel. Zum Schluss wird die Öffnung mit einem Matratzenstich zugenäht. Wenn du ein A3-Format verwendest, kannst du einen schönen Sitzsack für dein Tablet machen. Verwenden zum Beispiel Stoff aus alten Jeans für ein lustigen Upcycling-Projekt. Viel Spaß!